Hallo und herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute ein weiterer Teil des Curseplay Tutorial. Ich hoffe wirklich, dass alles okay ist. Jetzt bin ich mal wieder schlecht vorbereitet, weil ich muss erstmal da Schaufelstellungen noch schon mal rauslöschen. Weil dann habe ich mir das später gespart, um es euch zu erklären. Also, wir fahren hier vor Silo. Machen hier eine Kursaufzeichnung beginnen. Schaufel befüllen und entleeren ist eigentlich ein relativ simpler Kurs. Also ich habe jetzt eigentlich vergessen, euch überhaupt zu begrüßen bei meinem Kanal. Ungefähr hier fängt normalerweise der Trigger an. Mittlerweile habe ich so oft falsch aufgenommen und getestet. Ja, ich habe den Wartepunkt programmiert. Alles klar. Dann einmal durch das Silo durch. Und so. Dann die Rückwärtsfahrt. Am besten einigermaßen gerade. So. Jetzt haben wir die relativ gerade. Relativ ist halt auch immer relativ. So. Dann wieder mit der Vorwärtsfahrt beginnen. Ich habe halt jetzt keine Silage in der Schaufel, aber fürs Tutorial dürfte es so reichen. So, und ihr dürft definitiv nicht so nah an das Ding dran fahren. Dann wieder eine Rückwärtsfahrt. Dann wenn ihr die Rückwärtsfahrt beendet habt, einmal hier vorfahren und stoppen. Dann, also ihr müsst definitiv für diesen Kurs, müsst ihr über das Silo, also Silo-Trigger anfangen, Silo-Trigger Ende. Müssen zwei Wartepunkte sein. Also ihr habt einen Startpunkt, dann Silo-Trigger anfangen, Wartepunkt. Über Silo drüber fahren, Wartepunkt. Danach auf Rückwärtsfahren einleiten, Rückwärtsfahren, das Ganze möglichst gerade. In diesem Rückwärtsfahren drehe ich halt auch gleich, mache Rückwärtsfahren aus, fahre vor an den Abkipptrigger, kippe da aus. Mache da meinen Wartepunkt gleich hin, mache wieder auf rückwärts fahren, fahre rückwärts, drehe halt auch gleich rum, rückwärts fahren aus, vorfahren, am besten gerade. Also ihr seht ja hier gerade. Moment. Machen wir die Einstellungen. Haltezeit. Ja, also naja. Relativ gerade, man könnte jetzt nicht mit einem Lineal nebendran stehen. Definitiv nicht, dafür ist er zu. Ja, aber wenigstens da hinten mal wie ein paar Wartepunkte. Ja, schön geworden. Ja. So. Wir fehlen jetzt aus. Schaufel befüllen und entleeren. Dann gehen wir auf die Transport. Ja, auf die Beladestellung. Wir müssen jetzt ja Curseplay noch beibringen, wie soll er die Schaufel in welcher Situation halten. Ladeposition, relativ weit unten, möglichst nah am Boden, aber halt nicht so, dass er, also, Moment, so würde ich das jetzt mal nicht einprogrammieren. Das ist dann die Transportstellung. Dann vom Abladen kann er ruhig hoch und schon die Schaufel ein bisschen nach vorne kippen. Ja, ein bisschen runter. So, Arm schön gerade. Das ist vor Abladen. Abladen ist dann ein bisschen hoch und Schaufel nach unten und auskippen. Ja, also alle Funktionen, die die Schaufel bietet, sind genutzt. Dann klickt ihr einfach nur auf
Abfahrer einstellen. Er geht jetzt am ersten Wegpunkt in die Beladenposition. Fährt hier jetzt zurück. Wendet. Fährt vor. Fährt hier dann auch wieder schön zurück. So könnt ihr halt die Curseplay richtig arbeiten lassen. Ihr habt hier jetzt ein bisschen Füllung drin. Ich werde auch später hingehen und werde noch das BGA Extension aufnehmen. Jetzt angezeigt, bitte. Irgendwas mit Qualität C angezeigt und keine Ahnung. So, damit möchte ich euch jetzt, also ihr seht, der füllt auch jetzt hier relativ schnell auf. Halt für Nutzer der BGA Extension, den bringt das nichts. Die können zwar da einen Curseplay-Fahrer beschäftigen, damit halt. Ja. Und ansonsten halt Wumpe. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt erstmal einen angenehmen Resttag und ja, würde sagen, haut rein, wir sehen uns bis zum nächsten Mal und denkt dran. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Tschüss. We'll be right back.